Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich eine spezielle Limited Edition von der Lookfantastic Beauty Box und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist irgendwie die Cosmetic Edition oder so, also wir haben hier dekorative Kosmetik drin enthalten. Normalerweise kostet die irgendwie 45 Euro. Mit dem Code Chiquitas von Chiquitas Place bekommt ihr die für 35,10 €. Das ist 9,90 Euro Rabatt, was das meiste ist von dem, was ich so herausgefunden habe. Denn ich habe auch andere so getestet, ne? Aber der ist richtig gut und den könnt ihr auch auf viele verschiedene andere Warenkörbe anwenden, wenn ihr möchtet. Also schaut gerne auch mal bei Chiquitas Place vorbei. Sie hat mich nämlich inspiriert, diese Tasche zu kaufen, denn die hat das ein oder andere Produkt direkt zu einem Unboxing verwendet. Das hat mich angesprochen und dann habe ich es nachgekauft. So, wir haben zuallererst so eine durchsichtige Tasche, wo das Ganze drin ist. Da steht drauf Lookfantastic Beauty Box. Ja, also diese Tasche wird dann sehr wahrscheinlich weiterwandern zu einer Freundin von mir, die mich vermählt jetzt auch immer wieder danach gefragt hat, ob sie solche Taschen von mir bekommen kann. Ne? Die braucht sie nämlich für ihre Kindergartenkinder. Und ich würde sagen, wir gucken hier mal rein. Also, als erstes haben wir einen Primer von Revlon. Das ist eine Marke, die vor allem, ich glaube, im englischsprachigen Raum recht bekannt ist. Da nennt sich das wahrscheinlich Revlon oder sowas. Photo Ready Perfecting Primer. Und da sind 27 Milliliter drin. Das ist eine schon recht große Größe, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, und das machst du einfach als Primer drauf. Soll perfektionieren. Ich hoffe, dass es nicht zu trocken ist. Ich habe ja eine sehr trockene Haut, aber muss ich dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann habe ich als nächstes hier drin etwas von Anastasia Beverly Hills und allein deswegen lohnt es sich eigentlich fast schon, ne? Der Crystal Lip Gloss mit 4,8 Milliliter. Das ist halt eine Full Size. Und ja, Anastasia Beverly Hills ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke. Da freut man sich, wenn man sowas in Box, holla die Waldfee, drin hat. Und hier haben wir es halt drin, ne? Und das ist halt einfach ein, ja, du kannst sie auch einen von Essence nehmen oder von Schlag mich tot, aber es ist halt einfach ein klarer Lipgloss von Anastasia Beverly Hills. Edel, edel sprach der Wedel. Ich find's toll. So nämlich. Ja, cruelty free. Weißt du Bescheid, ne? Dann habe ich von Iconic hier was drin. Auch das war der Grund, weswegen ich das haben wollte, weil ich habe jetzt ja auch schon mit euch zusammen das Full Face Kia T oder Sia T London geschminkt und das hat mich ja inspiriert aufgrund der Beautyboxen-Inhalte. Und jetzt habe ich hier auch ein Produkt drin, was wir, glaube ich, noch nicht irgendwo drin hatten. Das ist nämlich der Triple Precision Brow Definer und ja, da möchte ich jetzt natürlich auch Iconic London Produkte sammeln, denn wir hatten ja auch schon mal eine große Lidschattenpalette in dem Glossy Box Adventskalender drin und dann noch das ein oder andere weitere Produkt, ne, dass ich da euch auch mal ein Fullface zu schminken kann. Chestnut Brown ist die Farbe, das wird dann wahrscheinlich auch ein recht warmes Braun sein. Da muss ich mal gucken, ich bin ja doch eher aschig unterwegs mit meinen blonden Haaren, also naturblonden Haaren auch. Und das ist so ein Dreifach-Moped, das hatte Nicole auch gesagt. Genau, da hast du einmal hier nämlich diesen Filzstift, wo ich mir auch gut vorstellen kann, den alternativ als Eyeliner zu verwenden. Dann dreht man das hier und hat einen Spoolie. Sowas braucht man immer. Und dann hier hinten hat man noch einen herausdrehbaren, etwas dickeren Stift. Ich finde es cool. Also Marken können auch manchmal ganz schön fancy-pansy Produkte rausbringen, finde ich, oder? Stehe ich drauf. Ich mag das einfach, diese etwas anderen Sachen manchmal. Dann haben wir hier etwas von Laura Mercier drin. Den hatte ich auch schon mal in einer anderen Farbe, in einer sehr, sehr hellen Farbe. Möglich, dass ich den noch irgendwo habe. In der Farbe Amethyst haben wir einen Caviar Stick Eye Color. Und ich bin bei sowas immer sehr, sehr skeptisch. Den hat aber die liebe Chiquitas Place aufgetragen und der hat bei ihr auch lange gehalten. Da ist ein Gramm drin. Dann werde ich das auch mal, glaube ich, ausprobieren. Kann ich mir vorstellen. Ne? Laura Mercier, die haben ja dieses mega bekannte Puder rausgebracht. Alle anderen Produkte waren jetzt nicht so bekannt. Ne? Die sind nicht so in aller Munde wie dieses hier zum Beispiel. Ja, aber das Puder, ich glaube, das kennt so gut wie jeder, der irgendwie mit Make-up sich ein bisschen beschäftigt. Dann haben wir hier noch drin enthalten von Daniel Sandler Watercolor Liquid Cheek Color. Ja, da muss ich mal gucken. Das ist ein Liquid Blush Flush. Ja, also Sticks mag ich gerne. Oder hier von Nabla zum Beispiel, ne? Dieses Two Reasons, habe ich auch gerade drauf. Finde ich super. Aber wenn das halt so super flüssig ist, finde ich das schwierig hier in der Anwendung. Aber auch das sieht sehr schön aus. Das mag ich hier schon gerne leiden, ne? So ein altrosa.
Ja, die Beautyboxen sind dafür da, um einfach auch mal ein bisschen was anderes auszuprobieren, Claudia. Dann habe ich hier noch einen Pinsel drin, was ich sehr cool finde, von Mikito oder MyKitCo 1.27S. Das ist ein schöner Pinsel. Das ist so ein, oh, wirklich schöner Pinsel. Ja, wie so ein langer Lidschattenauftragepinsel, ein bisschen fluffig, ne? Wie so ein langer Shader halt, ne? Ja, MySoft Blender. Ja, blenden kannst du damit auch in der Crease sehr, sehr schön. Mir gefällt der. Ist ein schöner Pinsel. Ja doch, den gönne ich mir auch. Also wirklich, durch ihr Unboxing von Nicole habe ich nämlich auch für mich entdeckt, so, die meisten Produkte, da habe ich Bock drauf, die will ich verwenden. Die Better Than Sex von Too Faced dürfte ich noch in der Originalgröße da haben. Das sind 3,9 Gramm. Ist eine Staple-Mascara, finde ich persönlich, ne? Hat so ein Erdnussbürstchen. Natürlich gibt es von L'Oreal welche, wo man sagt, Mensch, ne, die sind schon sehr, sehr ähnlich. Die dupen das quasi. Aber trotzdem, wenn ich die Better Than Sex mit ihrer wirklich sehr hohen Qualität und dieser Schwere von der Verpackung in der Hand halte, merke ich, dass da auch einfach ein qualitativer Unterschied von der Verpackung allein schon ist. Und auch so vom Gefühl her, es sieht keiner, welche Mascara du gerade auf den Wimpern hast. Das ist seltenst. Es sei denn, es ist die Nabla Visions Mascara oder so, ne? Aber die, ja, gibt einem einfach ein schönes Gefühl. Und jetzt auch so passend zum Valentinstag, Better Than Sex, weiß ich Bescheid, ne? Läuft. So, dann habe ich hier auch noch das letzte Produkt drin. Das ist eine Lidschattenpalette. Da dachte ich auf den ersten Blick, boah, ne, das ist doch voll öde. Dann hat aber Nicole die gezeigt und die Frau, die influenzt einen ja wirklich sehr, ne? Also Achtung, Achtung, wenn ihr bei ihr vorbeischaut, die Frau steckt einen schon sehr an. Das kann man nicht anders sagen. Die ist schon cool. Und die empfiehlt einem auch wirklich gute Sachen. Die Bronze Lights von Revolution. Ich bin kein Fan von Revolution Lidschattenpaletten eigentlich, sagte sie und hatte letztens bei Revolution bestellt, läuft. Aber das sah bei ihr so gut aus. Ja, und das ist halt eigentlich so eine relativ langweilige Palette. Also recht langweilig, ne? Neutral, nude, bisschen wärmer ist die auch unterwegs. Die Paletten sehen irgendwie alle gleich aus, aber auf dem Auge dann doch wahrscheinlich unterschiedlich. Und ich finde die für den Alltag auch wirklich gut geeignet. Klar, wenn man sich diesen Ton hier wegdenkt, ist es wirklich so eine ganz klassische Standard-Lidschattenpalette, ne? Das sah aber so gut bei ihr aus. Ja, und deswegen werde ich die auch mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ihr noch diese 1-Million-Palette kennt von Revolution, als die 1 Million Follower auf Instagram hatten. Hatten die ja auch vom Format so eine ähnliche Palette mal rausgebracht. Ja, mich spricht die irgendwie schon an, was sehr verrückt ist eigentlich. Ihr Lieben, das ist jetzt die Bag gewesen und ich finde, dass sie sich wirklich lohnt. Für den Preis 35,10 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, mein Tisch ist ganz schön dreckig, sind wirklich vollkommen in Ordnung. Man hat tolle Produkte, man hat wirklich ausschließlich dekorative Kosmetik, wo viele sich auch immer beschweren, dass sowas in Beautyboxen halt fehlt. Hier hat man eine komplette dekorative Kosmetikbox. Man weiß, was drin ist. Ich finde es toll. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Schaut super gerne bei Nicole vorbei. Lasst Liebe da. Habe ich euch natürlich auch in der Infobox und wahrscheinlich auch eben in einer der E-Karten verlinkt. Ja, und das war's dann hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!